Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, es wird kalt und es kommen so viele Fragen. Was kann ich meinem Baby draußen anziehen oder auch zum Thema Tragen? Was kann ich meinem Baby in der Trage anziehen? Und genau darauf wollte ich in diesem Video eingehen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten. Darauf achten, die Temperatur regelmäßig zu checken. Ihr kennt es, hinten im Nacken die Temperatur checken, zwischen den Schulterblättern einfach mal fühlen, wie warm ist mein Kind da, ist es dort rosig warm, ist es eher kühl, dann ist es zu kühl oder schwitzt es, dann ist es eher zu warm angezogen und sollte auch nochmal umgezogen werden, weil in diesen klammen, nassen Klamotten können die Kids dann natürlich auch nicht bleiben. Ganz, ganz wichtig und erstmal vorweg, es ist ganz normal, dass man da verunsichert ist und nicht weiß, was ziehe ich meinem Kind an, geht mir ganz genauso und ich muss auch immer wieder gegenchecken, weil die Kinder werden größer, sie entwickeln sich. Manche halten die Temperatur schneller als andere, manche brauchen ein bisschen mehr Wärme, andere ein bisschen weniger Unterstützung. Es ist wirklich super individuell und deswegen muss man sich immer wieder vergewissern. Also immer wieder den Check machen und auch in der Trage gerne mal auch ins Gesicht fassen. Hey, wie fühlt sich denn das Gesicht meines Kindes an, wenn die Wangen irgendwie schon extrem gerötet sind, ihr das Gefühl habt, boah, die Nase ist ausgekühlt, die Kinder sind auch im Gesicht ganz kalt. Auch dann ist es auf jeden Fall Zeit, mal reinzugehen und sich nicht mehr draußen aufzuhalten. Tipp Nummer 2, Zwiebellook. Ihr wisst es ja, ich liebe es einfach, weil es ist so schön einfach. Man kann die Kinder, wenn man das Gefühl hat, oh, sie sind zu warm, einfach ein bisschen auspellen. Wenn man das Gefühl hat, oh nee, irgendwie kommt mir mein Kind eher kühl vor, kann man noch was drüber ziehen. Und das macht das Ganze halt im Alltag ein bisschen praktikabler und ein bisschen leichter. Deswegen, Zwiebellook ist auf jeden Fall immer eine Idee wert. Und das nächste, auf temperaturregulierende Materialien achten. Ganz, ganz wichtig, dass die Luftzirkulation gewährleistet ist, dass die Wärmeregulierung gewährleistet ist und da einfach wirklich auf hochwertige Materialien achten. Deswegen, auch wenn ihr einkaufen geht, immer mal auf die Schildchen gucken. Hey, was sind denn das hier für Inhaltsstoffe? Baumwolle, Wolle, Wolle-Seide. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, dass ihr da wirklich drauf guckt. Und gerade Wolle-Seide kann auch wirklich eine ganz, ganz tolle Option im Winter sein, im Sommer auch, aber auch im Winter, weil es einfach Temperatur regulierend ist und trotzdem schön warm hält. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt nur Wolle-Seide-Kleidung haben müsst. Die ist ja zum Teil auch wirklich sehr, sehr teuer. Testet das einfach mal aus mit ein, zwei Bodies, ob ihr damit ganz gut fahrt. Und ich habe auch immer gemischt gemacht. Ich hatte Sachen aus Baumwolle, ich hatte Sachen aus Wolle-Seide. Ich habe immer so ein bisschen, wie gesagt, gemischten Kleiderschrank gehabt und bin damit ganz gut gefahren. Und wenn ihr eurem Baby in der Trage einen Strampler anziehen solltet, dann bitte unbedingt darauf achten, dass der groß genug ist. Denn wenn die Kinder ja hier in der Kniekehle dann die Trage haben oder das Tragetuch, dann kann es natürlich sein, dass durch die Anhock-Spreizstellung einfach die Füßchen angezogen werden und das kann halt unphysiologisch sein, kann auch für die Füße natürlich nicht optimal sein von der Stellung und auch unangenehm sein für die Mäuse. Deswegen, wenn ein Strampler in der Trage, dann auf jeden Fall eine Größe größer. Genau das gleiche gilt für Strumpfhosen, auch da eine Nummer größer. Ansonsten lieber die Empfehlung, auf Leggings zu setzen, weil dann braucht ihr euch um die Füßchen keine Sorgen machen und dann kann man einfach Stulpen drüber ziehen oder Söckchen drüber ziehen oder viele haben im Winter ja auch noch sowieso so Wollbalg oder Wollfließüberzieher für die Füßchen, je nachdem, wie kalt es natürlich ist. Und ihr könnt auf jeden Fall auch noch mal in dieses Video hier reinschauen zum Thema Baby anziehen im Winter. Was ist optimal und worauf kann ich achten? Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Genau, und hier erfahrt ihr noch viel, viel mehr zu unserem Kursprogramm. Wir haben nämlich einen Geburtsvorbereitungskurs, einen Rückbildungskurs, einen Fit in der Schwangerschaft-Kurs und einen Stillkurs. Und bleibt auch unbedingt dran, denn ich bin ja auch schwanger und jede Woche gibt es ein Schwangerschaftsupdate. Ja, ich fände es total schön, wenn wir zusammen schwanger sind und einfach zusammen durch die Schwangerschaft gehen. Dann der nächste Punkt bei dem Mützchen. Also, wenn die Mäuse ein Mützchen aufhaben, was auf jeden Fall sinnig ist, auch da bitte darauf achten, dass die schön atmungsaktiv sind. Bitte eben gucken, dass die nicht so fiese Nähte haben. Das sieht man ganz häufig. Also die Mützen immer mal nach außen drehen und gucken, wie sehen die Nähte aus. Manchmal sind die so fett, dass sie solche Abdrücke auf dem Kopf hinterlassen. Das ist immer fies und auch nicht so angenehm für die Mäusis. Und was auch richtig toll ist, gerade für den Winter oder auch in der Trage, sind die Schlupfmützen. Ne? Schlupfmützen. Schlupfmützen. So, die zieht man so über, dann sehen die so ein bisschen aus wie so eine Motorradhaube, heißt das so? Ja, ne? Also auf jeden Fall haben die hier so einen Ausschnitt und gehen dann hinten bis in den Nacken und bedecken auch hier vorne diesen Brustbereich. Gerade auch bei Wickelbodies sind die ja manchmal sehr weit ausgeschnitten oder auch in der Trage, finde ich, ist es manchmal so, dass man hinten so reingucken kann in den Nacken und schon denkt, das zieht bestimmt. Und dafür sind diese Schlupfmützen total cool. Also guckt doch mal, ob ihr da eine findet.
Und dann die nächste Frage, Schneeanzug ja oder nein? Ich bin eher immer für die elastischere Variante und vor allem für die atmungsaktivere, weil ihr könnt euch vorstellen, in diesen Schneeanzügen erstens mal liegen die wie so Michelin-Männchen, können sich nicht bewegen. Das finden die Kids meistens total ätzend. Und das nächste ist, dass es halt meistens auch nicht besonders atmungsaktiv ist und auch nicht gut nachgibt. Also in der Trage halt auch nichts, weil wieder genau das Gleiche. Kleidet dann in den Kniekehlen ein und wenn da Füßchen dran sind, kann es wieder sein, dass die Füße halt hochgezogen werden, dass es unangenehm ist. Deswegen lieber auf sowohl Fleece oder Boll-Balk-Overalls setzen. Genau, und ich finde, die kann man super gut auch gebraucht kaufen, weil alle nutzen die ja immer nur eine Saison und ich habe da schon ganz viele gekauft auf verschiedenen Plattformen, bei Vinted und so weiter. Schaut euch da mal um. Vielleicht findet ihr da was, könnt ihr dann ja in so einem Wollwaschprogramm oder auch per Handwäsche waschen und dann finde ich die wirklich richtig toll. Auch in der Trage, im Tragetuch und natürlich auch im Kinderwagen. Und auch immer toll mit diesen Umschlagstulpen, ne, für die Hände und für die Füße. Falls man mal das Gefühl hat, oh, irgendwie ist doch heute besonders kalt, dann kann man das auch noch nutzen, weil meistens kommen Handschuhe und Fäustlinge ja nicht so gut an. Und der nächste Tipp, naja, also so eine Tragejacke, finde ich, ist einfach mega geil. Es ist einfach so, es ist so unkompliziert, ne? Man zieht diese Tragejacke an oder hat diesen Einsatz halt für seine normale Winterjacke und kann halt einfach seine normalen Klamotten weiter nutzen. Also für uns Eltern finde ich es mega praktisch und auch ansonsten ist das mega praktisch, weil man die Kids einfach so in ihren Klamotten, wie sie sind, dann in die Trage setzt, dann macht man die Jacke zu und die Jacke quasi mit so einem Trageeinsatz ersetzt halt eine Schicht an Klamotten. Das heißt, wenn ihr so eine Tragejacke habt, dann braucht ihr darunter auch nicht zwingend noch so ein Overall anziehen. Das fand ich halt auch immer ganz smart. Dann nur noch ein Mützchen oder wie gesagt so eine Schlupfmütze und dann könnt ihr so rausgehen. Wenn ihr aber so eine Tragejacke nicht habt und euer Baby quasi vor eurer Jacke sitzt, also nicht durch eure Jacke und dann noch gewärmt ist, dann sollte euer Kind auf jeden Fall noch eine Schicht mehr anhaben, also so ein Overall. Und denkt doch immer dran, dass ihr euch ja auch gegenseitig wärmt. Wie gesagt, auch einfach ganz, ganz regelmäßig immer wieder die Mäuse anfassen, auch mal die Füßchen befühlen, auch mal die Hände befühlen, die Arme, die Beinchen, auch das kann man immer mal ganz gut in der Trage einfach abtasten und gucken, hey, wie fühlt sich das jetzt an? Weil manchmal, wenn es wirklich sehr kalt von vorne kommt, unterschätzt man das so ein bisschen, gerade wenn die Kids halt nicht unter der Jacke mit sind. Dass ihr euch einfach immer wieder regelmäßig vergewissert, dass euer Baby schön warm ist. Ansonsten bekommt ihr ja von vorne auch noch 37 Grad Heizung von euch. Das ist das Schöne beim Tragen. Und ich finde es einfach für den Winter so kuschelig, wohlig warm. Also total toll. Genau. Und jetzt würde mich interessieren, ob ihr eher Team Kinderwagen oder Team Trage seid. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Bis bald, ihr Lieben.